Trainern, auf geht's, die Partie ist eröffnet. Hessen Kassel in den weißen Trikots, hier also von links nach rechts im ersten Durchgang. Natürlich beide Mannschaften hier hoch motiviert in diese Partie gegangen, denn das ist doch klar, Waldhof Mannheim möchte gerne die Tabellenspitze zurückerobern. Das geht mit Hilfe eines Unentschiedens. Dann wären sie wieder vorne und Hessen Kassel könnte bei einem Sieg, einem hohen Sieg, vorbeiziehen an Waldhof Mannheim und Waldhof runterdrücken. Hier ist der aktuelle Stand, wir haben mal den einen Punkt mit einberechnet, den sie im Moment beide innehalten. Also ein absolutes Spitzenspiel, Kassel gegen Waldhof. Jetzt wäre es der vierte gegen den ersten. Und Waldhof natürlich gewillt, unbedingt die Tabellenspitze auch zu halten. Ersten Angriffe, Angriffsbemühungen muss man sagen, noch ohne Erfolg. Aber da hat sich wirklich was getan hier unter Kenan Kotschak, den wir hier sehen, den Trainer von Waldhof Mannheim, der so seine Verdienste hat. Der hat wirklich die Mannschaft wunderbar aufgebaut und hat da eine wunderbare Geschichte geliefert. Hat er selbst früher gespielt, zweite Liga unter Kunstler Polder. Sie sehen die Informationen hier eingeblendet. Derzeit baut er seinen Fußballlehrer in Köln. Und den haben wir vor Spielbeginn befragt. Laura Vantora hat das getan und hat sich geäußert zu dieser Partie. Als Tabellenzweiter ist man natürlich der Favorit. Strebt man den Aufstieg an oder ist das mit Ihrem Etat gar nicht möglich, der eher im unteren Teil angesiedelt ist? Ja, wir genießen momentan die Tabellensituation. Wir haben auch in den letzten Wochen hart gearbeitet. Aber ich bin kein Freund davon, irgendwelche Langzeitziele auszugeben und sagen so, wir wollen das nach so und so vielen Spieltagen. Wir müssen von Spiel zu Spiel schauen. Das ist natürlich ein Floskel, das weiß ich. Aber damit sind wir bisher gut gefahren und wir werden heute nochmal in die Waagschale werfen, damit wir hier mit 3 Punkten nach Mannheim fahren. Dann konzentrieren wir uns aufs Spiel heute. Verraten wir uns ein bisschen was zur taktischen Ausrichtung heute. Ja, wir wissen, dass Hessen Kassel eine spielstarke Mannschaft hat. Die stehen auch nicht umsonst da oben, haben natürlich auch andere Bedingungen als wir. Aber nichtsdestotrotz glauben wir an unsere eigene Stärke, wollen unser eigenes Spiel aufziehen und auch für die 3 Punkte alles geben und letztendlich auch damit verdienten Sieg nach Hause fahren. Soweit also Kenan Kotschak, der gesagt hat, im letzten Jahr hatten wir das schwierigste Jahr der letzten 15 Jahre in der Vereinsgeschichte. Deswegen, weil man wenig Geld hatte und man gegen den Abstieg spielen musste. Das wurde dann auch souverän gemacht, souverän die Klasse gehalten. Und in diesem Jahr, auf dieses Thema werden wir gleich noch ausführlicher eingehen, stehen mehr Gelder zur Verfügung und prompt spielt man vorne mit. Aber jetzt heißt es erstmal hinten aufpassen, der Schussversuch hier für Hessen Kassel. Und da gibt es die ersten Schmerzen bei Waldhof. Schauen wir nochmal auf diese Szene hier. Oh, da hat er zu blöd aufgekommen hier im Zweikampf mit Convalius. Das ist ja Lindner. Ich will jetzt Convalius, den ehemaligen Dresdner, hier nichts unterstellen. Das war etwas unglücklich, diese Situation. Für Sebastian Lindner, der reingerutscht ist in diese Mannschaft, weil Di Gregorio
Zuschauer, muss ich sagen, des Eingangs wegen der fünften gelben Karte. So früh in der Saison, das ist ungewöhnlich. Und ein anderer muss heute aufpassen, dass er nicht heute die fünfte gelbe Karte sieht und muss er beim nächsten Mal zuschauen im wichtigen Heimspiel gegen Kickers Offenbach, nämlich Hanno Balic. Der hat 4 gelbe Karten auf seinem Konto. Ja, wir sind hier im altehrwürdigen Aue-Stadion. Hat nichts mit der Stadt Aue zu tun, sondern die Flussaue, der Fulda-Niederung. Karlsaue errichtet dieses Stadion, 1953 eingeweiht. Fast 18.737 Zuschauer, Platz 66 bei den größten deutschen Stadien. Und hier wurde sogar zweimal schon das DFB-Pokalfinale ausgetragen. Die Stuttgarter werden sich vor allem erinnern. Die haben nämlich 1958 den Pokalsieg hier geholt gegen Fortuna Düsseldorf nach Verlängerung. Und ein Jahr später, 1959, was für ein Endspiel. Wenn Sie das jetzt hören, wenn da im Endspiel stand DFB-Pokal, dann werden Sie mit den Ohren schlackern. Schwarz-Weiß Essen gewann damals gegen Borussia Neunkirchen im Finale. 5:2 hier in Kassel. Freistoß für Waldhof Mannheim. Und kommt der Gelegenheit für die Gastgeber. Ja, und an dieser Stelle, ja, bin gerade ein bisschen sprachlos, muss ich ehrlich zugeben, denn meine Kollegin Tanja Brodel hat mir gerade erzählt, dass meine Kollegin Laura Montora, die gerade eben noch wunderbar moderiert hat mit Matthias Hamann, gerade auf dem Weg zum Krankenhaus ist, weil ihr ja das Ohrstück, was man immer ins Ohr reinpropft, da drin stecken geblieben ist und das muss jetzt rausgeholt werden. Das ist keine einfache Geschichte. Im Moment stehen wir hier ohne Moderatorin. Wir halten Sie natürlich auf dem Laufenden, liebe Zuschauer, was mit Laura Montora geschieht. Erstmal toi toi toi, liebe Laura, dass alles okay ist und keine weiteren Komplikationen da entstehen. Zurück zu diesem Spiel. Freistoß also jetzt für Hessen-Kassel, angefeuert von den Fans. Ja, der Keeper musste dann nachfassen, Markus Scholz, der aus Dresden gekommen war, dort die Nummer 3 war, aber hier eine sehr, sehr gute Rolle spielt bei Waldhof Mannheim und mitentscheidender Faktor ist, dass es so gut läuft. Der Freistoß von Hasan Pepic getreten. Ja, die Kasselaner oder Kasseler, je nachdem, erkläre ich Ihnen gleich den Unterschied, die versuchen hier Ballbesitz zu haben und so natürlich den Waldhöfern die Chance zu nehmen, vorne aufzutauchen. Also das mit Kassel und Kasselaner kann ich Ihnen erklären. Kasseler nennt man, ja, wir schauen erstmal auf diese Szene hier.
Hier ist die Unterbrechung, jetzt kann ich sagen, Kasseler nennt man die Personen, die in Kassel geboren wurden und... Nee, Entschuldigung, falsch. Kasseler nennt man die Leute, die zugezogen sind nach Kassel. Und Kasselaner sind die Personen, die in Kassel geboren wurden. Da gibt es sogar noch Kasseläner. Das sind die Personen, die mindestens in der zweiten Generation in Kassel geboren wurden. Also eine hochinteressante Geschichte, diese Unterscheidung. Und jetzt also der Eckball für Hessen-Kassel. Marius etwas zu spät hier hingekommen, der zentrale Stürmer bei den Gastgebern. Und das sind sie, die Umschaltsituationen, die die Hessen fürchten. Balic. Und die Flanke war gut von Ibrahimay, den rechten Flügelspieler. Keeper verletzt am Boden, Kevin Rauhut. Gebürtiger Oberhausener Raut. Dort auch gespielt. Alemannia Hafen auch gespielt, aber in erster Linie für zweite Mannschaft. Von Siegen ist er nach Kassel gekommen. Wir schauen nochmal auf die Situation. Hier ist er zusammengeprallt mit einem Mitspieler. Da muss er aber kräftig durchatmen hier. Kev, wie er genannt wird. Kevin Rauhut. Lieblingsclub FC Bayern, Lieblingstorhüter Manuel Neuer. Die Waldhöfer haben natürlich wirklich gut daran getan, solche Leute wie Michael Fink, der zuletzt in Aue gespielt hat, früher auch mal Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt, den zu holen für die Innenverteidigung und Hanno Balic als Staubsauger vor der Abwehr. Also die Defensive steht dadurch, durch diese beiden extrem erfahrenen Spieler. Da haben wir Fink mit diesem tollen Pass, da sieht man es, und auch klasse angenommen von Mühlbauer. Mühlbauer kommt zu Fall, aber alles sauber. So war zumindest mein Eindruck. Schauen wir nochmal auf diese Szene hier. Ja, da hat er... Da hat der Gegenspieler tatsächlich sein Bein so ein bisschen mitgezogen am Ende. Deswegen ist er da noch hingefallen, der Mühlbauer. Tobias Dambala, sein Gegenspieler, der das Bein quasi mitgenommen hat. Aber außerhalb des Strafraums, hier haben wir nochmal die Szene. Da zunächst einmal, hier sehen Sie, da hat er es mitgenommen. Welker, Innenverteidiger, Konvalius, gut gemacht, schön weitergeleitet, auch von Bektashi auf die linke Seite. Dann war da der Adressat nicht richtig rangekommen. Und abgelegt für Bektashi. Das ist natürlich eine hochinteressante Person, der Mann mit der Nummer 18 bei Hessen-Kassel. Denn der hat früher für Waldhof Mannheim gespielt und er
ist ja, froh gewesen, dass er Mannheim verlassen konnte. Bektaschi, der ja auch in der Bundesliga gespielt hat für den SC Freiburg, eine Person, wo die Leute sich drum streiten. Also da gab es Buhrufe, als sein Name bekannt gegeben wurde, aber Buhrufe von den Waldhöfern, und wurde mit großem Applaus hier begrüßt von Publikum von Kassel. Hatte in Waldhof eine schwierige Zeit, weil er hatte innerhalb einer Saison 4 Platzverweise und einmal dann auch sogar 5 Wochen lang gesperrt. Gab es vereinsinterne Strafen und man war überhaupt nicht zufrieden mit ihm, sodass er am Ende wirklich sagte, bitte lasst mich weg, lasst mich weg. Und dann durfte er nach 8 Spieltagen in der letzten Saison hierhin innerhalb der Transferperiode noch zu Hessen-Kassel. Und da haben wir Hanno Balic. Gucken Sie mal, den Fuchs. Da haben wir Peter Bektaschi und da ist Hanno Balic beim Schiedsrichter, der natürlich versucht, den Einfluss zu nehmen mit all seiner Erfahrung, der Hanno Balic mit der 14. Ja, und so schlimm war es tatsächlich nicht. Da muss ich dem Hanno mal recht geben in dieser Situation. Hanno Balic, ja übrigens auch ein Kollege von mir. ZDF-Sportreportage bei den Kollegen des Zweiten Deutschen Fernsehens ist er als Experte tätig, sonntags nachmittags. Also Sie sehen es schon an diesen Namen hier, Bektaschi oder auch Hanno Balic oder Michael Fink. Also hier haben wir wirklich großartige Spieler, die schon einiges in ihrer Karriere geleistet haben. Fink, da haben wir Michael Fink, der jetzt den Ball führt. Er ist gleichzeitig Co-Trainer der Waldhöfer. Dies aus dem Grund, weil ja auch Kenan Kotschak anfangs der Woche 3 Tage nicht da ist, weil er den Fußballlehrer in Köln baut. Das war zu weit vorgelegt. Und deswegen kommt Oliver Fink dann in diesen Tagen als Trainer daher. Eine Aufgabe, die er gerne übernimmt. Hat auch das nötige Know-how, ein guter Typ. Und ein wichtiger Baustein auch im Erfolgsmodell Waldhof Mannheim. So, das Verrückte, seit dem ersten Heimspiel dieser Saison haben Fink und auch Hanno Balic geknipst, haben beide getroffen in der ersten Partie zu Hause, also ein super Einstand gewesen. Das war ausgerechnet gegen Hoffenheim, das ist ja quasi der Nachbar vor der Tür. Also schönes Spiel bisher. Geht schön ab, temporeich. Und hier haben wir Matthias Mink, den Trainer von Hessen-Kassel. Früher lange Zeit für Fortuna Köln selbst gespielt. Und auch die Fortuna in die Regionalliga als Trainer geführt. Ist hier seit Januar 2014 Trainer und hat wirklich sehr häufig gespielt. Ist aus Villingen. Villingen-Schwenningen. Im Südwesten Deutschlands. Und ist jetzt hier in Kassel geholt worden. Das hat er ja vorhin im Interview uns nochmal bestätigt. Von André Schubert, der hier Sportvorstand war, bevor er dann als U16-Nationaltrainer für Deutschland tätig war und dann zu Borussia Mönchengladbach gegangen. Das kennen Sie, jetzt zum Cheftrainer befördert, hat hier einen guten Ruf, genießt immer noch einen guten Ruf hier in Kassel, gute Arbeit geleistet, genauso André Schubert in Paderborn, wo er lange Zeit tätig war. Hat er mal in St. Pauli probiert als Trainer, das war eher durchwachsen, aber da haben sich ja mehrere Trainer die Zähne ausgebissen. Erst jetzt mit Ewald Lienen ist es so richtig aufwärts wieder gegangen.
kommt noch nicht richtig so zum Abschluss. Haben es vorhin über außen probiert, von rechts die Waldhöfer. Dann wieder Bektashi. Wirklich ein hochinteressanter Mann. Er knipst und knipst und knipst. 9 Mal hat er getroffen. Er führt die Torschützenliste an. Dieser Bektashi, der Mann mit dem Alex Meyer-Zöpfchen oben. Hochinteressanter Spieler, ein sehr veranlagter Spieler. Eigentlich für die Regionalliga zu schade, wenn ich mir diese Bemerkung erlauben darf. Hat ja auch in der Mannschaft von Christian Streich den Meistertitel geholt, A-Jugend mit Freiburg, Pokalsieger geworden mit Freiburg gegen Borussia Dortmund. Ja, damals so mit diesen Leuten, Baumann, Sorg, Jonathan Schmid, Winter, Höfler, mit denen hat er zusammen gespielt. Und hat übrigens auch Bundesliga zweimal spielen dürfen für Freiburg gegen Bayern München, gegen 1. FC Nürnberg wurde zweimal eingesetzt. Regionalliga Südwest, ja irre spannend, da haben wir nicht nur Waldhof und Kassel, wir haben ja auch Mannschaften vorne im vorderen Bereich der Tabelle. Elversberg, die spielen eine gute Rolle. Saarbrücken mit Falco Götz als Trainer. Kickers Offenbach wieder dabei. Rico Schmidt. Und auch Eintracht Trier, die spielen eine richtig gute Rolle. Die wir demnächst auch mal haben in einem Live-Spiel bei Sport 1, und zwar wenn die hier zu Gast sind in Kassel, und außerdem auch nochmal Trier gegen Offenbach haben wir auch noch in dieser Vorrunde. Also auf einige tolle Spiele können Sie sich noch freuen in Sachen Regionalliga. Viele Traditionsvereine, das ist ja das, was viele Fans hier auch sehen wollen. Natürlich der ein oder andere Verein abgerutscht in die Regionalliga, wo sie eigentlich nicht hin wollten. Finanzielle Probleme, Insolvenzen sehr häufig, die der ein oder andere Verein überstanden hat. Ja, die Hereingabe war gut von Tobias Becker, aber kein Abnehmer in der Mitte. Erste Heimspiel haben wir die Kasselaner gegen Offenbach bestritten, haben 0-2 zurückgelegen, und dann in der 83. Minute hat dann Bektashi das Anschlusstor erzielt und in der Nachspielzeit dann das 2-2. Gesehen bei einem Sport 1 Regionalligaspiel. Bei Meppen hat er vorher gespielt. Sergej Schmick hier beim Einwurf. Außenverteidiger bei Kassel. Von Valios, gut gemacht. Ja, ist aber ein Unruheherd. Der Mann mit der Nummer 5 bei Hessen Kassel, von Valios. Der mal eine ganz verrückte Geschichte letzte Saison noch bei Dynamo Dresden erlebt hat. Bei Bibiana Steinhaus hatte keinen Stein im Brett. Der hat nämlich ein Tor geschossen in der 87. Minute zum 1-0 Sieg gegen Chemnitz. Ist daraufhin zu den Fans gelaufen, hat sein Trikot ausgezogen
und ist zum Zaun hingelaufen, hat sich auf den Zaun gestellt, hat die gelbe Karte von Bibiana Steinhaus wegen des Trikot-Ausziehens bekommen und sofort danach die gelb-rote Karte wegen des Zaunjubels. Verrückt, oder? Und ehrlich gesagt, aus meiner Sicht als Sportfan auch ein bisschen übertrieben. Der hätte es auch eine gelbe Karte aus meiner Sicht getan, auch wenn jetzt wieder die Chili-Päpste sagen, nein, rein regeltechnisch muss man da zwei gelbe Karten geben, aber ich finde das absoluten Nonsens, wenn man mal übertrieben jubelt, was ich eh schon doof finde, wenn man das dafür eine gelbe Karte gibt, dann muss auch eine gelbe reichen. Kanobalisch, müssen Sie mal darauf achten, der ist, wenn Diskussionen gibt und Vorspiele, immer mit dabei. Ne? War ja gar nicht beteiligt, aber Hanno Balic geht dann immer hin und diskutiert. Ne? Hat die Binde am Arm, verantwortungsvoll. War schon immer ein Typ, der so sein Wort gemacht hat, manchmal auch angeeckt ist bei dem einen oder anderen Trainer. Zum Beispiel war er mal öffentlich geäußert, er sei kein Jürgen Klopp-Fan. War mit ihm in Mainz nicht so richtig klar. Was wenige sagen. Gefeitet. Hier wird kein Zentimeter preisgegeben. Diesmal der Leidtragende Henrik Giese, der Innenverteidiger bei Hessen Kassel, genannt Henne. Ja, gut mitgespielt hier vom Keeper von Markus Scholz, der beim VfL Bochum groß geworden ist. War da aber auch nur Nummer 3 hinter Lüthe und Esser, Nummer nach Dresden und aber auch Nummer 3 hinter Kirsten und Frommlowitz. Hat aber trotzdem ein paar Spiele bestreiten dürfen in der zweiten Liga. Und jetzt gibt es die gelbe Karte für Hasan Pipic. Ja, und die hat er sich redlich verdient. Also die musste man quasi geben. Pippo, wie er genannt wird, also hier mit der gelben Karte. Bruder spielt übrigens bei Paderborn. Übrigens, der Pipic angegeben, wir schicken immer so Fragebögen. Sein Hobby ist shoppen gehen. Also, der ist sehr beliebt sicherlich bei allen Frauen, bei allen Freundinnen, die er hatte. So einen Mann wünschen sich doch die meisten Mädels. Shoppen gehen. Da ist er wieder. Zentral im Mittelfeld ackernd. Und Neuaufbau über Tim Belka. Jo, die Europa League auf Sport 1, das wissen Sie inzwischen, wenn nicht weiter sagen, das Ganze natürlich auf allen Kanälen, nicht nur bei uns hier im Fernsehen, sondern auch auf Sport 1 FM. Tolle Sache, tolle Quoten gehabt, natürlich auch tolle Vereine mit Augsburg, mit Schalke, mit Borussia Dortmund. Kenan Kocak zum Beispiel ist ein totaler Dortmund-Fan.
und auch ein Jürgen Klopp-Fan. Balic. Nein, das war nichts. Da ist er zu offensichtlich hingefallen. Kein Foulspiel. Konter läuft. Über Tobias Becker. Hat viel Platz, viel Raum. Drei in der Mitte, drei Mitspieler. Bricht ab. Und dann sucht er Konvalius mit weitergeleitet zum Eckstoß. Ja, hätte ein bisschen mehr raus machen können, aber gut von Marcel Seger. Der hat hier aufgepasst. Der Innenverteidiger. Der Waldhöfer. Eckstoß. Für Kassel. Konvalius wieder dran, aber ohne Gefahr. Jetzt kommt der Gelegenheit für die Gäste. Na, nicht faul. Gut gelöst. Von Brill. Und Brill ist auch eine interessante Person, denn der ist sein Lieblingsspieler früher gewesen. Bei Waldhof Mannheim. Im Sommer erst gewechselt zu Hessen-Kassel, weil bis zum Sommer alles relativ unklar war. Wie geht's weiter bei Hessen-Kassel? Und da hat er gesagt, ich bekomme ein Angebot hier von Hessen-Kassel, gehe ich da ein. Sony, Außenverteidiger, hat sich gut eingeführt in der Abwehrkette links. So, und ich gebe eine gute Nachricht, meine Kollegin Laura von Torra ist doch im Stadion noch. Sie, ihr wurde geholfen, und zwar, das finde ich ja schön, der Vereinsarzt von Hessen-Kassel hat ihr geholfen, oder Laura? Genau so ist es, Jörg. Hier ist das kleine Übel. Das Ganze steckt an einem Funkgerät, damit ich die Menschen auf dem Ü-Wagen hören kann. Das ist im Ohr stecken geblieben. Aber die Menschen in der Regionalliga und beim Fußball sind so nett. Der Mannschaftsarzt von Hessen-Kassel hat mir geholfen. Jetzt bin ich schon ganz aufgeregt. Und mir geht es wieder gut. Ich bin jetzt mit Kopfhörern unterwegs. Alles gut, alles bereinigt. Ich musste nicht ins Krankenhaus. Und kann deswegen hier mit Stefan Witzmeier, Geschäftsführer von Waldhof Mannheim, zusammenstehen. Herr Witzmeier, jetzt Fußball, das ist was zählt. Nicht, ob ich ins Krankenhaus muss oder nicht. Wie haben Ihnen die ersten paar Minuten gefallen? Ja gut, bis jetzt läuft es noch ganz gut für uns, aber es ist auch noch viel Potenzial nach oben. Was muss noch besser klappen, nach Ihrer Meinung? Ja gut, der Offensivdrang vermisse ich noch ein bisschen, wobei Hessen-Kassel natürlich auch sehr gut steht und im Moment ein bisschen mehr macht, aber wir haben noch ein paar Minuten. Was hat sich die Mannschaft vorgenommen in der Besprechung vor dem Spiel? Ja gut, wir wollen auf jeden Fall die drei Punkte mit nach Hause nehmen. Wir haben eine lange Heimfahrt und da wollen wir noch ein bisschen feiern. Und ich habe vorhin kurz mit dem Trainer sprechen können. Ich habe ihn gefragt, wie wahrscheinlich ist das denn, dass Mannheim den Aufstieg angreifen kann? Sie haben ja doch einen sehr begrenzten Etat. Ja gut, wir haben uns jetzt keinen Druck da gemacht. Das heißt, wir haben 3 Jahre Zeit. Unser Ziel ist, in 3 Jahren in die dritte Liga aufzusteigen. Das haben wir so ausgesprochen. Aber man weiß ja, wie es manchmal ist. Wenn es im ersten Jahr klappt, nehmen wir es natürlich auch mit. Und den Geschäftsführer muss ich natürlich auch fragen, wie kam denn dieser Transfer von Hanno Balic zustande? Das ist ja eine richtig tolle Nummer hier in der Regionalliga. Es ist ja nicht nur der Hanno Balic. Ich meine, klar, er hat einen Namen, er ist bekannt in der Fußballszene. Aber es ist auch der Michael Fink. Es sind auch sehr viele junge Spieler aus der Region, aus der Stadt Mannheim. Und es ist eine sehr homogene, charakterstarke Mannschaft. Und da sind wir auch sehr stolz drauf. Kann es auch ein enormer Vorteil sein für Mannheim, dass die Mannschaft auch sich ganz gut zusammenfügt und auch im Grundkonzept bestehen geblieben ist? Ja, definitiv. Wir haben jetzt so mit dem neuen SV Waldhof sozusagen auch eine Aufbruchstimmung in der Stadt erzeugt. Die Firmen stehen wieder dahinter, die Sponsoren, die Menschen kommen ins Stadion. Wir hatten letzte Woche gegen Saarbrücken 10.000 Zuschauer, nächste Woche gegen Offenbach werden es noch ein paar mehr. Und das irgendwie spornt auch die Mannschaft an und die geben Gas im Moment. Identifikation dabei ein ganz wichtiges Stichwort? Definitiv. Identifikation mit dem Ganzen, mit der Region, mit der Stadt. Und wir haben alle die gleichen Ziele, packen zusammen an, es gehört alles zusammen. Und ja, wir hoffen, dass es klappt.
Stefan Witzmann, ich freue mich tierisch, dass dieses Gespräch noch geklappt hat. Ich habe nicht dran geglaubt. Und Jörg, ich stehe wieder zu deiner freien Verfügung. Zurück zu dir. Ja, das ist ja mal ein Angebot. Und das hier, das nehme ich an. Das nehme ich an, das Angebot. So, wollen wir das mal.